Denn im Gegensatz zur Fantasie schwingt bei dem Wörtchen Traum immer die Möglichkeit mit, dass er theoretisch zu realisieren ist. Und hier kommt der Beweis. Tyler Caron aus den USA hat eigentlich alles, wovon man als junger Mann träumen kann. Eine hübsche Freundin, ein sympathisches Gesicht und jede Menge pralle Muckis. Oh, der sieht super aus, ne? Toller Body. Der sieht schon schnucklig aus, muss man sagen. Ja, da kann man schnell aus den Augen verlieren, dass die Tatsache, dass wir Tyler hier gehen sehen, eigentlich nichts Geringeres ist als ein Wunder. Margot hat kleine Beine. Exakt. Rückblende. Eine Landstraße in Colorado, USA. Es ist 3,5 Jahre her. Da wechselten mein Kumpel und ich am Straßenrand einen platten Reifen. Als wir hinter dem Auto standen, kam von hinten ein anderer Wagen und traf uns voll. Wir beide verloren unsere Beine. Die wurden über dem Knie amputiert. Tyler liegt im Koma. Zu dem Zeitpunkt ist er 17 Jahre alt. Ja, wahrscheinlich erstmal sprachlos und wusste gar nicht, was ich sagen sollte, wenn mir meine Eltern sagen, hey, du hast keine Beine mehr, guten Morgen. Wer möchte schon gerne aus dem Koma erwachen und hören, dass er keine Beine mehr hat? Als gesunder Mensch, man denkt, von wegen, wenn man so eine Nachricht bekommt, fällt man erstmal in ein Loch und weiß gar nicht, ob man weiterleben will. Glücklicherweise ist Tyler genau in dem Punkt nicht wie die anderen. Er möchte weiterleben. Wie auch sein Freund bekommt der junge Mann Prothesen, bringt sich 2 Jahre lang mit eiserner Disziplin wieder das Laufen bei und arbeitet tatsächlich an seinem Lebenstraum. Tyler möchte Bodybuilder werden. Guck dir das an. Trainieren war ziemlich hart. Man kann einfach nicht so viel im Stehen machen. Zum Glück haben die Prothesen enorm geholfen. Er hat letzten Endes einen Sinn gefunden in seinem Leben oder auch so eine Leidenschaft entdeckt. Und das finde ich total beeindruckend. Findet übrigens auch Tylers Freundin Monica. Als ich ihn zum ersten Mal traf, gefiel mir besonders, wie selbstbewusst er war. Er ließ sich von seinen Prothesen überhaupt nicht einschränken. Er war einfach glücklich und stolz auf sich. Doch nur die Anerkennung von seiner Liebsten reicht dem heute 26-Jährigen nicht. Hier tritt er doch tatsächlich bei einem Bodybuilding-Wettkampf an. Und das als einziger Prothesenträger. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, er macht eine bessere Figur als manch einer neben ihm. Kann Tyler sich wirklich durchsetzen? Tatsächlich. 5. Platz. Ein Lebenstraum geht in Erfüllung. Ich war einfach nur stolz, da draußen bei den anderen zu sein. Normale Leute haben eben Beine und keine Prothesen. Da kam ich mir schon ziemlich toll vor. Wenn du solche Leute siehst, dann denkst du dir immer so, ey, und ich mecker über irgendeine Scheiße. Ey, und der hat irgendwie keine Beine und ist Bodybuilder. Macht unglaublich viel Mut. Ich bewundere ihn, dass er so viel Stärke hat und er ist ein echtes Vorbild. Und der lebende Beweis dafür, dass mit Willenskraft und Lebenswillen so gut wie nichts unmöglich ist. Platz 6.